Vor 5 Monaten ist der erst 17-jährige Boris Wagner aus Berlin Papa geworden. Obwohl die Schwangerschaft seiner gleichaltrigen Freundin Lilly Meyer ungeplant war, haben sich beide bewusst für ihr Kind entschieden. Doch kurz nach der Geburt von Söhnchen Tim hat das Schicksal die junge Familie entzweit. Denn Lilly litt an postnatalen Depressionen und wird in einer Spezialklinik behandelt. Hilfe im Alltag bekommt Boris von seiner Mutter Mareike. Na, ihr zwei. Hey. Sag mal, was machst du denn da? Ich pack Sachen, ich wollte zu Lilly. Ich wollte nur noch schnell eine frische Windel machen und dann geht's auch schon los. Na, mein Süßer, Boris, das halte ich jetzt aber nicht für so eine gute Idee. Der Kleine hat letzte Nacht kaum Auge zubekommen und ich dachte eigentlich, er könnte jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ach, der schläft bestimmt auf dem Weg wieder ein. Ist ja auch eine Weile, bis wir da sind. Wie, du willst jetzt aber nicht wirklich mit Bus und Bahn dahin fahren? Boris, weißt du, was da für Keime unterwegs sind? Dann ist der Kleine morgen nicht nur müde, sondern auch noch krank. Mit dem Auto kann ich ja schlecht fahren ohne Führerschein und immerhin, wir kommen auch an die frische Luft. Der kleine Timmy wird es schon verkraften. Und wenn du die Mama siehst, geht's dir bestimmt auch wieder gut, ne? Ja, aber Boris, eine Psychiatrie ist nicht so ein guter Ort für ein Baby, oder? Da sind wir uns doch einig. Was hast du denn, Mama? Hm? Lilly hat nichts Ansteckendes und sie ist auch nicht völlig gaga. Sie hatte eine Wochenbettdepression, hatte. Sie hat sich in den letzten 12 Wochen super erholt und sie würden sie ja sonst auch in 3 Tagen nicht wieder rauslassen. Ja, aber meinst du nicht, dass sie die letzten 3 Tage auch noch ganz gut ohne ihn hinkriegt? Guck mal, dann kann sie sich noch mal richtig erholen. Das ist ja auch wichtig. Und ihr könnt die Zeit noch mal alleine füreinander nutzen. Ach Mama, aber Lilly hat sich doch so auf den Kleinen gefreut. Sie ist schließlich seine Mutter. Ja, aber sie ist auch erst 17 und euch beiden ist noch gar nicht klar, was da auf euch zukommt. Wie viel Arbeit das macht und was ihr für eine Verantwortung habt. Na, ich nehme euch das immer sehr gerne ab, weil du ja auch in der Schule bist und bei Lilly. Du solltest mir schon vertrauen. Ich weiß, was das Beste für ihn ist. Hm? Na klar, und ich bin dir auch echt dankbar dafür. Wahrscheinlich hast du recht und ich gehe Lilly ohne den Kleinen besuchen. Na, glaub mir, es ist besser so. Alles klar. Dann pass gut auf ihn auf. Ja, mach ich. Und du bist auch schön artig, ne? Okay? Gut, dann bis später. Viel Spaß euch beiden. Lilly und Boris sind doch mit ihren 17 Jahren beide noch viel zu jung für ein Kind. Und dass die Lilly dann 2 Monate nach der Geburt auch noch diese schrecklichen Depressionen bekommen hat, das ist für Tim ja auch ganz schlecht. Da ist es doch klar, dass ich mich um ihn kümmere. Ich habe ja auch Zeit, seit letztes Jahr mein Mann gestorben ist. You're the light, you're the night. Boris vertraut darauf, dass seine Mutter am besten weiß, was gut fürs Baby ist. Ganz im Gegensatz zu seiner Freundin Lilly. Seit die 17-Jährige in der Reha-Klinik behandelt wird, fühlt sie sich von Mareike bevormundet und befürchtet, dass die Witwe Tim an sich reißt. Hey, da bist du endlich. Ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, mein Schatz. Erzähl, wie geht's dir? Ja, gut, aber wo ist denn Timmy? Du wolltest ihn noch mitbringen. Ja, schon, nur Mama meinte, es wäre besser, wenn er nicht mit herkommt. Aber warum denn? Ich bin doch seine Mutter. Was gibt's denn Schöneres für ein Baby, als bei seiner Mama zu sein? Ja, eigentlich ja nichts, aber er soll wohl letzte Nacht nicht so gut geschlafen haben und ziemlich müde sein. Aber ich habe dir noch schnell ein Foto mitgebracht. Das habe ich gemacht, bevor ich losgegangen bin. Zeig mal hin. Guck mal, ist er nicht süß? Oh, mein kleiner Engel. Der wird ja immer größer. Aber so richtig müde sieht er jetzt eigentlich nicht aus. Ja, keine Ahnung. Mama meinte ja auch, er würde sich vielleicht irgendwas einfangen, wenn ich mit ihm unterwegs wäre. Mal ehrlich, als ob ich so ein schlechter Vater bin. Und naja, sie hat auch gesagt, du sollst erstmal wieder richtig gesund werden. Aber ich bin doch gesund. Ich habe diese Depression nicht mehr. Der Therapeut hat doch gesagt, ich sollte ihn mindestens 2-mal die Woche sehen. Und wie oft sehe ich ihn? Höchstens 1-mal. Weil deine Mutter ja immer angeblich irgendwas mit Timmy vorhat oder er ja krank ist. Ja, aber das macht sie doch nicht, weil sie irgendwas gegen dich hat. Würde sie uns denn sonst so unterstützen? Ich meine, guck mal, sie lässt uns bei sich wohnen. Wir haben das ganz obere Stockwerk für uns bekommen. Für umsonst. Was würden wir denn ohne sie machen, während du in der Klinik bist? Ja, ich weiß, ich gebe ja auch zu, ich hätte das die Woche niemals alleine geschafft, mich um Timmy zu kümmern. Und ich schäme mich so doll dafür. Und natürlich bin ich deiner Mutter dankbar, aber es ist doch mein Kind. Ich möchte wieder zu ihm. Schau doch mal, das habe ich für Timmy in der Kunsttherapie genäht und ich wollte es ihm heute eigentlich geben. Und das wird Timmy ganz bestimmt gefallen. Pass auf, in 3 Tagen kommst du doch auch nach Hause, oder? Dann kannst du ihm das Kissen immer noch geben.
Was hältst du denn davon, wenn wir heute einfach nicht nochmal die Zeit zu zweit genießen und uns einen richtig schönen Nachmittag zu zweit machen? Na gut. Aber ich sag dir eins, wenn wir wieder zu Hause sind, dann kümmere ich mich um Timmy, ja? Und nicht deine Mutter. Ach, ja, klar, Schatz. Versprochen. Aber glaub mir, du wirst froh sein, wenn sie ihn dem mal für eine Stunde abnimmt. Ich bin jetzt schon 3 Monate in dieser Klinik und ich freue mich schon riesig, endlich eine richtige Mutter für Timmy sein zu dürfen. Natürlich bin ich Mareike total dankbar für alles, was sie für uns getan hat. Aber ich bin seine Mutter und wenn ich in 3 Tagen wieder rauskomme, dann kümmere ich mich um ihn. 3 Tage später ist es soweit. Nur noch wenige Augenblicke, dann hat Lilly ihren Sohn endlich wieder. Eigentlich sollte Boris seine Freundin mittags in der Klinik abholen. Doch die 17-Jährige wurde schon ein paar Stunden früher entlassen und wollte keine Sekunde länger warten. Ja, kommst du zu der Mami? Opa! So, zieh mal dein Hemdchen runter. Ja, hallo. Na, guck mal, mein Schatz. Hier, guck mal. Ach, Lilly, du bist ja schon wieder da. Hi, Mareike. Drück ihn mal nicht so fest, ja? Wieso? Ich pass schon auf, ihm passiert nichts. Mach dir keine Sorgen. Ich konnte ihn schon die ganzen letzten 3 Monate wegen dir nicht haben. Das ist ja wohl völliger Quatsch. Das war einfach nur besser für den Kleinen. Du warst ziemlich fertig. Und ganz ehrlich gesagt, Lilly, besonders gut siehst du immer noch nicht aus. Sag mal. Mama, jetzt hör doch mal auf. Ja, der Arzt hat von Anfang an gesagt, dass so eine postnatale Depression bis zum Jahr dauern kann und dass es immer wieder Rückfälle gibt. Aber Lilly geht's doch prima. Sie kann sich jetzt wieder wunderbar um Tim kümmern. Sonst hätten die sie aus der Klinik auch heute nicht rausgelassen, oder? Mhm. Naja gut, er muss sich jetzt sowieso erstmal zum Mittagsschlaf hinlegen, ja? Vielleicht gibst du ihn mir jetzt mal. Na, ich kann ihn doch hochbringen zu Boris und mir nach oben. Das halte ich für keine gute Idee. Sein Bettchen steht nämlich bei mir im Schlafzimmer und da ist er auch dran gewöhnt. Davon abgesehen, die obere Etage kennt er sowieso kaum. Und er muss sich erstmal auch an dich wieder gewöhnen. Okay, aber wieso gewöhnen? Ich meine, mein Timmy-Schatz war 10 Monate in meinem Bauch. Er kennt mich, ich bin doch seine Mutter. Willst du jetzt tatsächlich mit mir darüber diskutieren? Als Mutter wüsstest du, dass man vor dem Kind nicht streitet. Und du wüsstest auch, dass so ein Kind eine Regelmäßigkeit braucht. Willst du ihn jetzt nur aus egoistischen Gründen überfordern? Lilly, Mama hat in den Dingen vielleicht etwas mehr Erfahrung und vielleicht packst du am besten erstmal deine ganzen Sachen aus und wir unternehmen später was zusammen mit Tim. Was soll denn das? Ganz ehrlich, wenn das so ist, dann kann ich auch gehen. Ich habe mich so auf Timmy gefreut und Mareike macht einfach alles kaputt. Dabei bin ich die Mutter und nicht sie. Und Boris, der spielt das Spiel auch noch total mit. Ich werde jetzt erstmal zu meiner Mutter gehen. Sie weiß bestimmt, was ich jetzt machen muss. Lillys Mutter Petra unterstützt ihre Tochter, wo sie nur kann und hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen der 17-Jährigen. Dass es im Hause Wagner gewaltig gekracht hat, ahnt Petra Meier jedoch nicht. Die Alleinerziehende macht gerade Hausaufgaben mit Lillys Bruder Oliver. Meine kleine neue Mutti, wo ist unser Tim? Hast du ihn gar nicht mitgebracht, ne? Weil ich habe nämlich die Babysachen rausgesucht. Und die sind sicher 15 Jahre alt. Guck mal. Sieht noch aus wie ein neues Schiff, oder? Was hast du denn, Mami? Mareike, sie ist so gemein zu mir. Sie lässt mich einfach nicht zu Timmy. Ich kann ihn ja nicht mal auf den Arm haben, ohne dass sie sich gleich einmischt. Und sie meinte, er muss sich erst an mich gewöhnen, ja? Was ist für eine Unverschämtheit von ihr? Also, du bist doch Tims Mutti. Komm, setz dich mal hin, erzähl mal ganz in Ruhe. Ja. Was ist denn wieder los mit der Frau, hm? Sie meinte, ich wäre egoistisch, wenn ich ihn aus einer gewohnten Umgebung reiße. Was? Aber ich würde Timmy doch niemals was Schlechtes. Oh Gott, Mensch, Mutti. Aber sie hat nun mal die Vormundschaft und somit auch das Sagen. Das ist so ungerecht. Mensch, ich wünschte, du könntest mit Timmy bei uns hier wieder einziehen, aber Mann, die Wohnung ist wirklich zu klein manchmal. Ich weiß, Mama. Aber ich habe einfach überhaupt keinen Plan, was ich mehr machen soll. Ich möchte doch einfach nur zu meinem Timmy, aber sie lässt mich nicht. Sie hat sogar gesagt, dass ich immer noch krank aussehe. Ich meine, habe ich jetzt bis an mein Lebensende auf meine Stirn tätowiert, dass ich mal Depression hatte? Mann, so ein Quatsch. Lass dir sowas nicht einreden, hast du gehört? Mann, du hattest Wochenbettdepression und nichts weiter. Das kann wirklich jeder Frau passieren. Und das macht dich noch lange nicht zur schlechten Mutter, hast du gehört? Und wenn Mareike jetzt so ein Verhalten an den Tag legt, dann müssen wir mal einen Anwalt aufsuchen, oder? Und mal nachfragen, was du für Rechte hast, trotzdem sie die Vormundschaft für Tim hat. Das kriegen wir schon wieder hin, hast du gehört? Ja, danke. Komm, ich suche mal eine Nummer raus und dann rufe ich ja gleich mal an, ja? Och, Schatzi, ich bin da, du bist nicht alleine, ja? Mhm.
Und jetzt geht Mareike eindeutig zu weit. Ja? Wir lassen uns nicht alles gefallen. Ich werde meine Tochter unterstützen und wir werden um dein Recht kämpfen. Danke, Mama. Talking loud, talking crazy. Damit ihre Tochter nicht länger leiden muss, hat Petra Meier gleich für den nächsten Morgen einen Termin mit Anwältin Barbara von Minkwitz vereinbart, die auf Familienrecht spezialisiert ist. Die Juristin soll Lilly ihre Rechte als leibliche Mutter aufzeigen und Mareike Wagner in die Schranken weisen. Ganz die Mutter, denke ich. Sagen Sie mal, und wie lange haben Sie den Tim jetzt nicht gesehen? Also, es wäre mir eigentlich lieber, wenn Sie mich duzen würden. Ich bin die Lilly. Ja, gerne, Lilly. Ja, also, gestern habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Mhm. Davor war ich aber 3 Monate in der Klinik wegen den postnatalen Depressionen, die ich hatte. Und da habe ich ihn nie zu Gesicht bekommen. Mareike hat wirklich alles versucht, um ihn von mir fernzuhalten. Das war so eine schlimme Zeit für mich, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich habe fast jeden Abend geheult, weil er nie da war. Ja, ich finde es ja auch überhaupt nicht einfühlsam von der anderen Großmutter. Also völlig unverständlich. Lilly, ich würde gerne mal eine höchstwahrscheinlich indiskrete Frage stellen, aber du bist ja erst 17. Ich meine, war die Schwangerschaft geplant? Nein, war sie nicht. Also, ich habe auch die Pille genommen, aber als ich krank wurde und Antibiotika nehmen musste, da hat sie nicht gewirkt und das wusste ich damals nicht. Mhm. Tja, es war natürlich erstmal total der Schock für uns alle gewesen. Zumal ich ja meine Schule auch noch nicht fertig hatte, aber gerade weil Boris und ich uns so lieben, haben wir uns für das Kind entschieden. Ja, das finde ich aber mutig. Das ist eine ganz tolle Entscheidung von euch. Und dann hat die andere Großmutter sich angeboten, die Vormundschaft zu übernehmen. Ich meine, das hätte ja auch das Jugendamt eine Amtsvormundschaft übernehmen können. Ja, ich weiß. Ich bereue es total. Wieso war ich nur so dumm? Lilly, wer hätte denn ahnen können, dass Mareike den Tim so an sich reißt? Also im Endeffekt, wir haben gedacht, es ist für alle die beste Entscheidung und die beste Lösung, gell? Ja, ich denke, ich müsste mit der Frau Wagner ins Gespräch gehen und die muss mir einfach ganz verbindlich zusagen, dass Lilly als Kindesmutter ein großzügiges Umgangsrecht kriegt. Das ist für die Mutter und vor allen Dingen auch für das Kind einfach von ganz essentieller Bedeutung. Aber was machen wir denn, wenn sie nicht auf sie hört? Na, da wollen wir den Teufel jetzt mal nicht gleich an die Wand malen. Aber wenn sie überhaupt nicht auf mich hören sollte, dann müssten wir tatsächlich gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Lilly ist erst 17 Jahre alt und natürlich als Mensch und vor allen Dingen als Mutter noch völlig unerfahren. Aber trotzdem hat dieses Gespräch gezeigt, wie sehr sie ihr Kind liebt und wie wahnsinnig sie unter dieser Trennung leidet. Ich hoffe also, dass es sich hier um ein großes Missverständnis handelt und dass ich mit Frau Wagner eine vernünftige Regelung hinkriegen kann. Ansonsten droht dieser Familie wirklich ein langer Leidensprozess. Gleich nach dem Termin in der Kanzlei macht sich die Anwältin auf den Weg zu Mareike Wagner, um herauszufinden, warum die frischgebackene Oma ihren Enkel von seiner Mutter fernhält. Barbara von Minkwitz will zwischen der 55-Jährigen und ihrer jungen Mandantin vermitteln, rechnet jedoch insgeheim mit dem Schlimmsten. Ist ja immer wieder zu süß. Ja, möchten Sie sich nicht vielleicht hinsetzen? Ja, sehr gerne. Wissen Sie, es ist einfach Folgendes. Meine Mandantin möchte ihrem Kind gerne eine gute Mutter sein und das kann sie nicht, behauptet sie, weil sie sich jemand dazwischen drängt. Und ich meine, Sie sind ja eigentlich nur Vormund, weil sie noch 17 Jahre alt ist. Das ist genau, was Sie sagen. Ich bin der Vormund, ja? Dementsprechend kümmere ich mich natürlich auch um Tim. Sagen Sie, möchten Sie vielleicht auch eine Tasse Kaffee? Ach, das wäre aber sehr nett. Die könnte ich sehr gut gebrauchen, ja. Wissen Sie, als Vormund, das stimmt ja, aber Sie müssen als Vormund eben doch auch unbedingt eine gesunde Mutter-Kind-Beziehung im Auge haben und auch fördern. Ja, aber Lilly war in der Psychiatrie. Und zwar für mehrere Wochen. Ja, wir reden hier nicht von einem Schnupfen. Frau Wagner, Sie sagen doch zu Recht, sie war in der Psychiatrie. Und ich meine, sie ist als, Dankeschön, sie ist als geheilt entlassen worden. Sie müssen doch als Vormund wirklich selber auch ihre Aufgabe, ihre Pflicht darin sehen, dass ihr Enkel so eine Beziehung zu seiner Mutter aufbauen kann. Ja, so wäre das ja auch, wenn sie dazu in der Lage ist. Das sehe ich nur nicht.
Ganz ehrlich, was versteht eine 17-Jährige von Kindererziehung? Ja, dann lernt sie es eben. Ich meine, Sie sind doch auch nicht mit Ihrem heutigen Wissen auf die Welt gekommen. Und ich sage Ihnen eins, die Lilly hat das Wesentliche, was sie braucht, nämlich die Liebe zu ihrem Kind. Und die befähigt sie, schon alles richtig zu machen. Naja, aber mit Liebe alleine kriegt man ja nun kein Kind groß. Also, Frau Wagner, wissen Sie, ich muss Ihnen doch sagen, wenn Sie mich absolut nicht verstehen wollen, dann zwingen Sie mich, zum Familiengericht zu gehen und gerichtlich die Interessen der Mutter durchzusetzen auf ein vernünftiges Umgangsrecht. Und dann komme ich wirklich auch nicht umhin, dem Richter zu sagen, dass ich Sie nach meinem persönlichen Eindruck als Vormund für völlig ungeeignet halte, weil Sie sich überhaupt nicht ums Kindeswohl kümmern, sondern nur um Ihre eigenen Interessen. Also mit so schweren Geschützen brauchen Sie jetzt ja auch nicht auffahren. Ja, ich geb's ja zu. Ich habe vielleicht der Lilly ein bisschen zu oft den Tim abgenommen. Aber ich sorge mich halt. Einsicht ist ja schon der erste Schritt zur Besserung. Denn würden Sie mir jetzt also hier zusagen, Frau Wagner, dass Sie in Zukunft der Kindesmutter ein umfangreiches Umgangsrecht mit Ihrem Kind einräumen? Ja, von mir aus gern. Na, Frau Wagner, dann ist doch alles klar. Also ich finde das toll, wie schnell Sie verstehen, worum es geht. Und ich hoffe, dass mein weiterer Einsatz sich damit erledigt hat. Ja. Ich danke Ihnen sehr, dann bin ich auch schon wieder weg. Ja, ich bringe Sie nach Haus. Das ist sehr nett. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Frau Wagner mir jetzt nur was vorgespielt hat, um ihre Ruhe zu haben. Aber das werden wir ja schnell merken, ob sie sich an unsere Vereinbarung hält. In der Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet, zieht Lilly noch am selben Tag wieder bei Mareike ein. Die junge Mutter ist überglücklich, doch ihre Freude ist nur von kurzer Dauer. Während Boris am nächsten Morgen die Schulbank drückt, erwartet die 17-Jährige nach einem Spaziergang ein Donnerwetter. Na, wo ist er denn? Sag mal, Lilly, was soll das denn eigentlich? Wie, was meinst du denn? Na, sag mal, der Kleine, der hat da einen Lutscher in der Hand. Was soll das denn? Wie kannst du denn so einem kleinen Kind so eine Zuckerbombe geben? Ganz zu schweigen von dem Stiel. Da kann der sich ganz böse dran verletzen. Aber der ist doch eingepackt. Der kann doch gar nicht dran lutschen, dem Lolli. Darum geht's doch überhaupt nicht. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee, so einem kleinen Kind einen Lutscher zu kaufen? Ich hab ihn den außerdem gar nicht gekauft. Den haben wir von der Nachbarin bekommen. Ist doch super nett von ihr, oder? Super nett. Ja, alles klar. Ich glaube, dir ist gar nicht bewusst, in welche Gefahr du ihn gebracht hast. Ich wusste, dass es keine gute Idee ist, wenn du Umgang mit ihm hast. Oh, komm mal her, mein kleiner Schatz hier. Und die Windel hat er auch voll. Also das hättest du aber wirklich merken müssen. Weißt du was? Vielleicht machst du dir jetzt erstmal Gedanken darüber, wie du ihn überhaupt großkriegen willst. Du hast ja noch nicht mal einen Schulabschluss. Weißt du was? Solange Boris mit seinem Abitur beschäftigt ist, kümmere ich mich um Tim. Ja, das war gerade die Frau von Minkwitz, meine Anwältin. Sie hat mich gefragt, wie es mit Mareike so läuft. Natürlich läuft es total scheiße. Aber Frau von Minkwitz hat mir zugesichert, dass sie beim Gericht einen Antrag stellt, dass Mareike Tim herausgeben muss. Ich frag mich nur, warum muss es denn so weit kommen? Sie macht meine ganze kleine Familie kaputt dadurch. Obwohl auch Barbara von Minkwitz auf eine friedliche Einigung gehofft hatte, landet der Fall eine Woche später vor dem Familiengericht. Die Anwältin kann und will nicht länger mit ansehen, wie Mareike Wagner die Mutter-Kind-Beziehung ihrer jungen Mandantin torpediert. Zusammenfassend möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass eine Mutter-Kind-Beziehung für die Entwicklung eines jeden Kindes und auch des kleinen Tim einfach ganz unerlässlich ist. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für das Kindeswohl und für das gesunde Gedeihen dieses Kindes. Ja, aber Lilly ist ja eine Gefahr für Tim. Ja, nur ein Beispiel. Letzte Woche hat sie ihm einen Lutscher gegeben. Entschuldigung, einen Lutscher. Diesen Vorfall haben wir ja durch benannt. Es war tatsächlich in der letzten Woche ein Lutscher im Kinderwagen durch meine Mandantin vollständig verpackt und für den kleinen Tim absolut unerreichbar. Also Frau Wagner, ich halte Ihre Bedenken, nun sagen wir mal, für etwas überfürsorglich. Und ich gebe Frau Rechtsanwältin von Minkwitz recht. Die junge Mutter muss den Umgang mit dem Kind lernen.
Und dafür braucht sie auch die Gelegenheit. Was, das glaube ich ja jetzt nicht. Sie als Richterin und gestandene Frau müssen doch sehen, dass sie gar nicht in der Lage ist, sich um ein Kind zu kümmern. Ich bitte Sie, womöglich wollen Sie ihr Tim auch noch ganz geben, wenn sie 18 ist. Sie ist doch noch viel zu unreif. Mein Sohn Boris übrigens auch. Also, Frau Wagner, jetzt mäßigen Sie sich mal. Sie sind hier vor Gericht. Und ich denke mal, ich habe jetzt genug gehört. Und es ergeht folgender Beschluss. Die Kindesmutter, Frau Lilly Meyer, erhält wöchentlich 3-mal unbegleiteten Umgang mit ihrem Sohn Tim zugesprochen. Und da es hier und heute nicht um die Vormundschaft geht, schließe ich hiermit die Verhandlung. Ich bin so froh, dass ich recht bekommen habe. Jetzt kann ich mich endlich um meinen kleinen Timmy kümmern. Ich weiß halt nur nicht, wie das mit Boris weitergehen soll. Spatz, das wird schon. Zumindest hoffe ich das. Der Boris steht nämlich schon ganz schön unter den Fuchteln seiner Mutter. Für Lilly ist der Erfolg vor Gericht lediglich ein kleiner Etappensieg. Denn solange Mareike offiziell das Sorgerecht für Tim hat, muss sich die 17-Jährige mit der Mutter ihres Freundes irgendwie arrangieren. Auch wenn ich mich so freue, dass ich Tim jetzt 3-mal die Woche sehen darf, aber ich habe trotzdem Angst, dass Mareike die Vormundschaft behält. Sie hat mir selber gehört, wie sie gesagt hat, dass sie das nicht zulassen will, dass ich die bekomme, wenn ich 18 bin. Ja, das ist auch wirklich nicht einfach, die Situation. Aber du darfst dich jetzt auf diesen Beschluss nicht ausruhen und du musst dem Gericht wirklich beweisen, dass du eine verantwortungsvolle Mutter bist und dass du dich verantwortungsvoll um den kleinen kümmern kannst. Alles gut und schön, Frau von Minkwitz. Was soll sie da jetzt tun? Ja, das wollte ich Ihnen auch gerade sagen. Es ist einfach so, du musst dich dringend um Platz bei einer Abendschule bewerben, damit du deinen Schulabschluss zu Ende machen kannst. Und dann würde ich mich auch bei einer pädagogischen Einrichtung um Platz bemühen, damit du einfach lernen kannst, wie man wirklich geschult mit dem kleinen Kind umgeht. Und das alles wird das Gericht überzeugen, dir dann im Endeffekt auch das Sorgerecht zu übertragen. Ja, das klingt alles so kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich das sofort hinkriege. Aber seien Sie mir nicht böse, ich möchte noch mal kurz zu Tim hinterher. Das ja, aber noch ein Wort. Sei bitte ganz, ganz akkurat mit deinem Umgangsrecht, ja? Dass du das in vollem Umfang ausnutzt. Denn ich möchte furchtbar gerne beim Jugendamt dann auch bald eine Erweiterung dieses Umgangsrechts beantragen. Ja, mach ich versprochen. Vielen Alles Dank, Gute, ja? Mama. Auf, Schatzi. Viel Spaß euch, ja? Lilly muss weiter aktiv bleiben, um allen Anforderungen an sie als junge Mutter gerecht zu werden. Und ich bin ganz sicher, sie kann das schaffen. Ich hoffe nur, dass der Rest der Familie endlich auch eine konstruktive Rolle übernimmt.